Herzlich willkommen bei Leben mit der Energiewende TV, live aus der Intersolar 2017 in München. Es ist der dritte Messetag und auch am dritten Messetag senden wir von Leben mit der Energiewende TV unser Energiewende-Programm. Wir sind zu Gast am Stand von E3DC. Danke, dass wir hier Herberge finden können. Wir haben in den letzten drei Tagen Ihnen ein tolles Programm serviert, finden wir zumindest zur Energiewende. Wir haben Ihnen Technologien gezeigt. Wir haben gestern Franz Alt gehabt. Franz Alt kommt auch nochmal um 11 Uhr. Und jetzt aber, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen einen Mann vorstellen, ohne den es das Ganze hier nicht gäbe. Nicht hier auf der Messe, nicht das, was Millionen von Bürgern auf dem Dach haben. Wir haben 33% regenerative Energieversorgung im Netz und das ist eine ganze Menge. Immerhin die Bundesrepublik Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. 33% beim Strom kommt regenerativ. Und er war der Architekt, einer der Architekten des erneuerbaren Energiegesetzes. Hans-Josef Fell, herzlich willkommen bei uns auf der Bühne. Herzlich willkommen, Herr Fell. Sie können gerne Platz nehmen hier. Wird ein bisschen längeres Gespräch. So, Herr Fell, ich grüße Sie. Ja, man muss dazu sagen, die politischen Rahmenbedingungen haben sich ja geändert. Ja. Wir haben natürlich heute Frühstücksfernsehen, Herr Fell, deshalb kriegen Sie einen Cappuccino und Kekse. Alle anderen müssen ohne Kaffee und Wasser hier stehen. Ja. Also Sie müssen sich so vorstellen. Ja. Wie alt ist das Erneuerbare? Ich glaube, 10, 15 Jahre ist das jetzt schon. Also im April 2000 wurde es vom Bundestag verabschiedet. 17 Jahre Erneuerbaren Energiengesetz. Ja. Wer Hans Fell nicht wiedererkennt, ist es so, damals, da war die Energiewende noch was politisch, da hatte Hans-Josef Fell blonde Haare, die bis zu den Schultern runterhingen. Ja. Und durch den Regierungswechsel und dem, was passiert ist, sind ihm die Haare ausgefallen. Hat sich natürlich geärgert. So. Sie waren damals Abgeordneter bei den Grünen und heute sind Sie Präsident der Energy Watch Group. Herr Fell, wie ist das eigentlich jetzt so? Auf der einen Seite haben Sie das EEG reingebracht. War das damals schwierig, so ein Gesetz durchzubekommen? Natürlich. Wir hatten enormen Widerstand aus der Opposition. Damalige Oppositionsführerin, Kanzlerin Merkel, heutige Kanzlerin Merkel, hatte immer gesagt, nein, das lehnen wir ab. Und gemeinsam mit den Freien Demokraten haben sie es auch abgelehnt. Wir haben natürlich große Widerstände auch in der Gesellschaft gehabt. Die damalige Nuklearindustrie, die auch unseren angestrebten rot-grünen Atomausstieg nicht haben wollte, und die Kohleindustrie und andere, sie haben natürlich immer schon gegen erneuerbare Energien opponiert, weil sie es zwar noch nicht ganz ernst selbst genommen haben, aber doch schon ein bisschen geahnt haben, da könnte ja eine Konkurrenz für sie auftauchen, wo neue Akteure, vielleicht sogar aus der privaten Gesellschaft, Stromerzeugung selbst machen und sie mit ihren großen Kraftwerken dann Schwund von ihrem Absatzmarkt sehen. Können Sie das Mikro so oben in die Hand nehmen, weil Sie verdecken den Sender so ein bisschen? Ja? Können wir noch ein bisschen mehr Druck bei Herrn Fell draufkriegen vom Lautstärke? Okay. Ja, aber wie haben Sie es denn damals geschafft, die Widerstände zu überwinden? Einfach, weil Sie eine Mehrheit hatten und es im Koalitionsvertrag stand. Das ist auch nicht einfach gesagt. Denn die Mehrheit bestand ja aus den Sozialdemokraten und den Grünen. Die große Fraktion waren die Sozialdemokraten und wir wissen, wie stark die Sozialdemokraten mit der Kohlewirtschaft zusammenhängen. Kohlekumpel ist eine ihrer Basis und so gab es natürlich auch innerhalb der Sozialdemokraten einen starken Widerstand gegen das erneuerbare Energiengesetz. Wir mussten ja so Schwergewichte wie Kanzler Schrödler überwinden und ihn überzeugen, dass man erneuerbare Energien macht. Und ausgerechnet sein zuständiger Wirtschaftsminister damals, Werner Müller, er kam ja aus der Kohleindustrie und ging zurück danach in die Kohleindustrie. Er hat immer sein Veto eingelegt, hat gesagt, das, was hier diese Bundestagsabgeordneten im Gesetz geschrieben haben, das kommt nicht in die Tüte, das darf nicht Gesetz werden. Und wir haben es trotzdem geschafft. Da war natürlich ein Mann besonders wichtig, Hermann Scheer, der in der sozialdemokratischen Fraktion natürlich dies politisch durchziehen musste. Das konnten ja nicht wir Grünen, das musste ja ein Sozialdemokrat machen. Insofern eine geniale politische Leistung. Ich selbst habe die Inhalte geschrieben, ich habe über viele Jahre hinweg gelernt, wie man denn auf kommunaler Ebene eine
einen Anschub schafft, damit Menschen überhaupt in der Lage sind, die noch damals extrem teure Photovoltaiktechnik, Windräder, Biogasanlagen und anderes voranzubringen. So war es mir gelungen, im Jahr 1993 neben Aachen und Freising in meiner Heimatstadt Hammelburg als Stadtrat die erste kostendeckende Vergütung der Welt auf den Weg zu bringen. Das war natürlich schon etwas völlig Exotisches, aber wir wollten das haben und wir mussten dann von den Stadtwerken verlangen und haben den Stadtratsbeschluss gemacht, dass die 2 D-Mark, also einen ganzen Euro pro Kilowattstunde bezahlen, damit die Investition rentabel wird. Und dann haben wir diesen Beschluss gefasst, dann haben wir uns umgeguckt und niemand hat investiert, weil keiner ja gewusst hat, was ist denn das, was macht man damit? Also habe ich mich hingesetzt und habe mit 8 anderen die erste Betreibergemeinschaft der Welt für Solarstromerzeugung gegründet. Wir haben dann 70 Gesellschafter gefangen, die haben sehr schnell ihr Kapital gegeben. Es gab die Pioniere, die genau gewusst haben, worum es geht. Und dann haben wir sage und schreibe 15 Kilowatt gebaut. Eine Weltsensation. Oh, 15 Kilowatt. 15 Kilowatt. Ihre Reaktion, man lacht heute darüber. Aber das war eine Weltsensation. Und dann habe ich eine Hochrechnung gemacht. Habe ich gesagt, wenn ganz Deutschland, alle Bürger, so viel in 2 Jahren investieren, wie die Hammelburger in den 2 Jahren mit den 15 Kilowatt, dann investiert jeder 1 Watt. Das sind bei 80 Millionen deutschen Bürgern, sind das dann 80 Megawatt. Habe ich gesagt, wir können in Deutschland einen 80 Megawatt-Markt für Photovoltaik aufbauen. Dann haben mich selbst die Solarleute angeguckt, na, der Fell, der spinnt ja. 80 Megawatt Solar in Deutschland. 10 Jahre später hatten wir 7000 Megawatt Markt. Was aufzeigt, dass diese Bedenkenträger, die nie glauben, dass etwas groß werden kann, dass es die immer gab, immer gibt und auch heute noch gibt. Und die sollen endlich lernen. Die Solarenergie, die Windenergie, die erneuerbaren Energien sind heute die starke treibende Kraft dank dieser Aktivitäten des EEGs und der vielen Menschen, die wie hier sie auch da sind, dann unternehmerisch das in die Hand genommen und privat den Markt vorbereitet haben. Es wächst schnell und Wachstumskurven gehen nicht linear, sie gehen exponentiell. Und das heißt, wir haben richtig disruptive Veränderungen heute. Solarenergie ist die billigste und das wegen gestern Abend. Donald Trump wird es nicht schaffen. Die Kraft, die Ökonomie hinter den erneuerbaren Energien als die entscheidende Klimaschutztechnologie ist ökonomisch groß geworden. Wir haben es geschafft mit dem EEG, deswegen war es phänomenal und deswegen wird es in der Welt nun weiterrennen. Und es wird auch aus China und anderen Ländern zurückschwappen nach Europa, wo wir jetzt mit Frau Merkel und Herrn Gabriel natürlich massiven Druck bekommen haben. Veränderungen des EEGs, das ist nicht mehr, ich erkenne es selbst nicht mehr, da sind so viele Fehler und Daumenschrauben drinnen und nur alles mit dem Gedanken, Hilfe, Hilfe, das wächst zu schnell, da kam die alte sozialdemokratische Kohledenke wieder hoch. Die müssen wir schützen, wenn wir schon Atom genommen haben, den großen Konzernen. Dann müssen sie wenigstens die Kohlekraft behalten. Also wir sind in diesem Konflikt, alt gegen neu, aber alt hat verloren, weil neu jetzt billig ist. Herr Alt, 17 Jahre gibt es das EEG und Sie haben sich ja immer noch kein Stück verändert. Ach, Herr Alt, Herr Fell, Entschuldigung, weil Sie sagen alt, Herr Fell. Sie betreiben ja immer noch diese alte Energiewende-Propaganda hier. Ja? Sie haben sich ja überhaupt nicht verändert. So, aber das ist sozusagen für uns ganz wichtig. Wir brauchen ja auch jemanden, der wie Sie offensiv für die Energiewende eintritt, weil wir ja alle auch Schwierigkeiten haben, das in den Markt reinzubringen inzwischen. Sie haben es gerade selber schon angesprochen. Donald Trump hat ja gestern erklärt, aus dem Klimaschutzabkommen auszusteigen. Wir haben das gestern mit Herrn Alt auch schon hier ein bisschen besprochen, was passiert ist. Jetzt sage ich mal was Positives zu Herrn Trump, dann fallen die letzten Haare aus. Wissen Sie, Herr Trump ist wenigstens ehrlich. Der sagt, er will es nicht, er macht es nicht und schafft es ab. Frau Merkel rennt an den Biergarten und erzählt, Herr Trump will keinen Klimaschutz.
So, und gleichzeitig beschließt die neue Koalition von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen, das Klimaschutzgesetz abzuschaffen in NRW. Also da hat es ja auch keinen Anruf von Frau Merkel gegeben. Sagt mal, spinnt ihr Leute? Ich unterschreibe in New York das Klimaschutzabkommen. Ihr schafft das Klimaschutzgesetz ab. Inhaltlich, in Wahrheit sind die beiden sich doch total einig. Nun, total einig sind sie sich nicht. Das würde ich nicht unterstreichen. Aber in der Tat unterstreiche ich den Punkt, Donald Trump ist wenigstens ehrlich, er sagt, worum es ihm geht. Er macht dann furchtbare Handlungen, die wir alle nicht akzeptieren können. Aber solche Handlungen zu machen mit Unehrlichkeit und zu behaupten, man würde hinter dem Klimaschutz stehen und ihn befördern, das ist ähnlich schlimm. Was hat denn Trump vor Wochen angekündigt? Er will den Clean Air Act in den USA reduzieren, damit der Ausbau der erneuerbaren Energien reduziert wird. Und er will neue Kohlesubventionen einführen, damit die Kohlewirtschaft unterstützt wird. Was hat Frau Merkel und was hat Herr Gabriel in den letzten Jahren gemacht? Sie haben das EEG misshandelt, damit sind die erneuerbaren Energien geschrumpft in einem ganz schlimmen Maß, der Ausbau. Und sie haben neue Kohlesubventionen eingeführt. Die beiden haben genau das getan, was Trump ankündigt, tun zu wollen. Wo ist da der Unterschied? Nur in der Ehrlichkeit nicht. Und da ist es natürlich schon heftig. Ja, das ist der Punkt. Wissen Sie, Frau Merkel, die kann ich gar nicht greifen, wenn ich auf Frau Merkel zugehe und sage, ja, Frau Merkel, Sie machen eine Anti-Energiewende-Politik, Anti-Klimaschutz-Politik. Dann sagt Frau Merkel, nein, wir haben ja schöne Ziele, ich habe das Ganze unterschrieben, aber konkret wird ja nichts umgesetzt, sondern es wird sozusagen reduziert und damit sind die überhaupt nicht angreifbar. Und dann habe ich eigentlich keinen Gegner, mit dem ich mich auseinandersetzen kann. Also die Ziele sind nicht gut, die die Bundesregierung hat. Man muss sich vorstellen, die Ziele für erneuerbare Energien wurden im Jahre 2010 formuliert mit der Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Das heißt ja, wir haben noch lange genug Atomstrom, es wird ja nicht genügend abgeschaltet, also brauchen wir gar nicht viel erneuerbare Energien. Dann kam die Kehrtwende von Frau Merkel. Und die Laufzeitverlängerung wurde wieder kassiert, Gott sei Dank, immerhin ein Erkennen eines Fehlers. Aber die erneuerbaren Energienziele wurden nicht verbessert gleichzeitig. Sie sind heute noch da und ich habe ausgerechnet, mit dem aktiven Investment jährlich in Deutschland in Solarenergie, Biogas, in Geothermie, in Wasserkraft und in Windenergie sehen wir einmal, nur Windenergie ist im Moment noch richtig stark. Die Photovoltaik dümpelt vor sich hin, Bioenergien und Wasserkraft und Geothermie gibt es fast nur noch null Investitionen, fast nichts mehr. Und dann habe ich mal ausgerechnet, wenn jetzt der Wind auch noch halbiert werden soll in seinem jährlichen Zubau von aktuell etwa 5,5 Gigawatt nach den Zielen der Bundesregierung auf 2,8, dann kriegen wir nur noch bis 2022 40 Terawattstunden neue Stromerzeugung dazu. Wir haben aber noch 80 Terawattstunden Atomstrom im Netz aktuell. Das bedeutet, wir ersetzen nicht einmal den Atomstrom. Wo soll dann die Versorgungssicherheit herkommen? Tun wir dann noch neue Kohlekraftwerke anschalten, neue Erdgaskraftwerke bauen? War da nicht doch was mit Klimaschutz? Es ist alles höchst widersprüchlich, was in Deutschland passiert. Und deswegen sage ich, wir müssen lernen von den Nationen, die uns längst als Vorreiter überholt haben. Allen voran China, aber auch Länder in Lateinamerika, wo wir gar keinen Blick drauf haben. Wussten Sie, dass Costa Rica beschlossen hat, im Jahre 2008 bis 2022 zu 100% im Stromsektor mit erneuerbaren Energien versorgt zu sein? Wussten Sie, dass Costa Rica das im letzten Jahr schon geschafft hat? Viel schneller als geplant, was aufzeigt, wenn man die Bremsen löst und Unterstützung gibt, die Gesellschaft ist schnell. Wussten Sie, dass Uruguay genauso kurz davor steht, Nicaragua und andere? Wussten Sie, dass über 50 Nationen dieser Erde den Beschluss gefasst haben, in Marrakesch vor einem Jahr auf der Klimakonferenz, dass ihr nationales Politikziel ist, 100% erneuerbare Energien zu verwirklichen, und zwar so schnell wie möglich, weit vor 2050. Wir sind längst nicht mehr Vorreiter,
aber in der Welt rennt es. Und wir haben immer mehr Unterstützer und es ist richtig toll. Ich war wieder mit Chinesen gestern Abend zusammen, vor allem eine meiner Firmen, die ich total in den Blick genommen habe, weil dort eine Offensivität da ist, die wirft selbst mich um. Es ist BYD, die Fachleute werden sie kennen. Es ist inzwischen neben Tesla aus den USA der größte Elektromobilhersteller der Welt, Batteriehersteller, Solaranlagenhersteller. Sie machen nur Clean Tech, binden es zusammen und dann bringen die in diesem Jahr in den chinesischen Markt 200.000 Elektrobusse. Und die sagen sie, wenn die nicht fahren, dann hängen dir die ans Stromnetz, dann helfen die noch den Ausgleich von Sonne- und Windenergie zu organisieren mit ihren Batterien. Bei uns gibt es tolle Wissenschaft von den Universitäten und den Forschungszentren, wie man das machen könnte. Die Chinesen tun es schon. Natürlich haben sie einen Druck, einen massiven Druck mit der Luftverschmutzung, das wissen sie ja. Sie wollen das aber offensiv angehen. Sie haben längst beschlossen, alle geplanten und alle in Bau befindlichen Kohlekraftwerke abzusagen. Und die dreckigsten Kohlekraftwerke schalten sie eins nach dem anderen bereits ab. Sie sind schon am Rückgang mit der Kohleverwendung. Wegen Luftverschmutzung und Klimaschutz. Und dann gibt es aber noch eine andere Quelle, die die Luft in China verschmutzt. Das sind zum Beispiel die Auspuffe aus den Autos von VW, von denen wir ja wissen, dass die gar nicht die Luftreinhaltung nicht einmal der schlechten Grenzwerte der EU einführen. Und jetzt kommt der Hammer. Dann wollte die chinesische Regierung eine Elektromobilquote einführen, die richtig scharf ist. Jeder, der in China Autos verkaufen will, muss beginnend mit 8% Null-Emissionsautos dort verkaufen. Was haben Herr Gabriel und Frau Merkel gemacht? Die sind nach China gefahren und haben China gebeten, doch diese Elektromobilquote nicht einzuführen oder wenigstens abzuschwächen, damit die stinkenden deutschen Autos dort noch eine Chance haben. Es ist unglaublich. Unsere Führung setzt sich in China ein, dass die Luftverschmutzung länger aufrechterhalten bleibt, dass wir länger Millionen von Krebstoten haben und anderes. Nicht zu fassen. Ich hätte mir gewünscht, sie wäre zu Daimler und VW gefahren. So, jetzt strengt euch mal an, dass ihr in China die Elektromobilquote erfüllt und dass wir nicht dann bald nur von BYD und Tesla die Autos kaufen. Wir haben eine Herausforderung hier in Deutschland zu erfüllen. Nein, sie stellen sich schützend vor die Klimasünder hin, statt sie zu drängen, endlich richtig offensiv in die Technik zu gehen. Ja, das gefällt mir natürlich gut, was Sie sagen. Wenn die Kamera mal das Publikum zeigen kann, Sie haben durch Ihre propagandistischen Energiewende-Reden die Leute herbeigeholt, wie Sie sehen, die stehen geblieben sind. Also wir halten jetzt mal fest zu dem, was Herr Fell gesagt hat. Sollte Herr Fell nochmal konventionelle Energie in Deutschland kaufen, kriegt er nicht. Betritt Herr Fell ein Daimler oder ein VW-Autohaus, er bekommt davon nichts. Also das brauchen Sie nicht weiter probieren, aber Sie wollen von denen ja auch keine konventionellen Verbrenner mehr. Jetzt können wir uns darüber... Seit 20 Jahren nicht mehr gemacht. Sie fahren ja mit Rapsöl und Elektroauto, ne? Ich fahre seit 25 Jahren erdölfreie Autos, elektrische und einen sauberen Biokraftstoff, nicht aus Urwaldabholzungen, sondern vom Biobauern um die Ecke. So, Sie sind ja nach wie vor Mitglied der Grünen Partei, ja? Und jetzt wollen wir mal Sie ein bisschen ärgern. Wir haben ja in Baden-Württemberg einen grünen Ministerpräsidenten, Herrn Kretschmann. Und wenn Herr Kretschmann sagt, er hat ein gescheites Auto gebraucht und deshalb einen Diesel gekauft, haben Sie schon den Ausschlussantrag für Herrn Kretschmann gestellt? Nein, das mache ich nicht. Ich bleibe überall dort, wo wirklich die stärkeren positiven Kräfte in der Gesellschaft sind. Ja, auch ich habe Kritik an vielen Äußerungen und Handlungen meiner Parteiführung in Berlin. An solchen Äußerungen störe ich mich, ohne Zweifel. Aber dennoch gibt es keine andere Partei in Deutschland, die ein solch offensives ökologisches Programm hat wie die Grünen. Vergleichen Sie es doch mal mit den anderen. Und dann werden Sie sehen, dass da noch Himmelunterschiede sind. Gucken Sie mal ins Wahlprogramm der AfD. Dort steht Laufzeitverlängerung drinnen, Stopp des Ausbaus der erneuerbaren Energien, nicht Reduktion wie Union und SPD, sondern Stopp, Schluss damit. Das sind heftige Angriffe. Und bei den Freien Demokraten, die haben in Nordrhein-Westfalen ihren Wahlkampf vor allem mit Hetze gegen Windenergie gemacht.
Ach, wissen Sie, bei der FDP, da halte ich es wie Helmut Schmidt, sage ich immer. Helmut Schmidt darf ja alles. Helmut Schmidt darf selbst mit der Deutschen Bahn im Zug rauchen oder durfte das nicht. Und Helmut Schmidt hat gesagt, das Verschwinden der FDP aus den Parlamenten ist ein Akt der politischen Hygiene. Das sehe ich nach wie vor genauso. Wissen Sie, über die FDP bin ich gar nicht mehr bereit zu reden. Aber Sie haben es ja so schön gesagt, die Intersolar ist ja was Internationales. Wir in Deutschland fallen zurück. Aber es ist ja so, dass man sagt ja so schön, dem Klima ist es egal, wo das CO2 eingespart wird. Man muss einfach mal sagen, wir brauchen um die Energiewende gar keine Angst zu haben. Ist nur schön doof, dass wir es in Deutschland nicht weitermachen, weil weltweit wird es gemacht. Ja, natürlich. Die letzte Insolvenz von SolarWorld hat ja deutlich gezeigt, wohin die Missachtung einer Industriepolitik für neue Industrien. Frau Merkel und Herr Gabriel verwechseln Industriepolitik ja mit Politik für Kohle und Stahl und nicht für Solar und Wind und Elektromobilität. Aber die Musik wird spielen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten in den sauberen Technologien und nicht in den schmutzigen. Und da ist es so eine dramatische Fehlleistung von Deutschland und Europa, dass sie die Vorreiterrolle auch technologisch, auch industriell in der Solarwirtschaft abgegeben haben. Wir haben noch tolle Firmen, die projektieren, die forschen, die Entwicklung machen, die Integration. Wir können uns umgucken. Wir haben ja so klasse Firmen in Deutschland, die das machen. Aber die große Industrie für Produktion von Solarzellen und Modulen, die ist verschwunden. Jetzt mit SolarWorld in Insolvenz mit dem letzten. Wir hoffen, vielleicht können wir noch Teile der Fertigung retten und anderes. Da müsste man aber aktiv hingehen. Da müsste Frau Merkel nach Thüringen und nach Freiberg gehen und müsste es den Arbeitnehmern sagen, wir kämpfen für euren Arbeitsplatz, dass der erhalten bleibt. So wie sie es tun, wenn die Kohlekumpel rufen und sagen, Hilfe, Hilfe, wir haben zwar jetzt schon über 800.000 Arbeitsplätze seit 1990 verloren, aber um die letzten 40.000 müssen wir jetzt richtig kämpfen. Als wenn es keinen Strukturwandel geben könnte, den man damit machen kann. Hier gibt es einige, die werden das in Sachen SolarWorld ganz anders sehen. Wir haben es gestern schon mit Franz Alt besprochen. Die werden sagen, SolarWorld, das tut uns überhaupt nicht leid, weil Herr Asbeck hat dafür gesorgt, dass es Mindesteinfuhrpreise für Photovoltaikmodule gibt. Und das hindert uns nur in Europa, die Energiewende zu machen. Gott sei Dank, vielleicht fällt dieses Teil. Was halten Sie denn von den Mindesteinfuhrpreisen für Photovoltaikmodule? Überhaupt nichts. Es ist ein Fehler und das ist in der Tat auch ein Fehler der Führung von SolarWorld. Ich habe es gestern hier auch auf der Intersolar öffentlich mit Milan Nitschke, seine rechte Hand, diskutiert, der ja den Verband EU ProSun auch gegründet hat, um eben für die Solarzelle gegen das Dumping, angebliche Dumping aus China anzugehen. Man muss sich das erstmal noch genauer anschauen, was das für komische Vorwürfe gegenüber China sind. Da gab es vor 4-5 Jahren überall in der Welt die Aufforderung an China, doch im Klimaschutz endlich aktiv zu werden. Viel zu tun. Jetzt haben die Chinesen viel öffentliches Geld in die Hand genommen, um eine der wichtigsten Klimaschutztechnologien richtig billig zu machen, die Photovoltaik. Und dann kommen andere her und sagen, nein, das dürft ihr nicht, das wäre Dumping. Nee, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich bin erstmal froh, dass wir diese billigen Module haben und das sind keine technisch schlechtwertigen Module. Da ist hohe Qualität dahinter. Die Herausforderung, die damit aber geschaffen wurde, war groß für die Wettbewerber. Und da hätte Herr Asbeck ganz anders seine politische Kraft einsetzen müssen. Er hätte zu Frau Merkel fahren müssen, zusammen mit den anderen aus der Solarwirtschaft. Wenn die Chinesen die Solarwirtschaft richtig stützen, dann tut's bitte auch für unsere in Europa. Macht eine gute Industriepolitik. Wir müssen modernisieren, um mithalten zu können. Wir müssen unsere Linien ausbauen und neu machen. Dafür brauchen wir öffentliche Kapitalunterstützung von der KfW, von der Europäischen Investitionsbank oder anderen, was die auch immer tun, wenn es europäischen Unternehmen schlecht geht, wenn man eine aktive Politik macht. Das wäre die richtige Antwort gewesen und nicht Solarzölle, die dann nur wieder im Raum Europa die Solarpreise höher halten und neben den Verschlechterungen der Bedingungen durch die Gesetze einen zusätzlichen Effekt für die Schrumpfung des europäischen Solarmarktes machen. Nein,
Marktschrumpfungselemente können wir nicht gebrauchen, die müssen weg. Er muss explodieren, der Markt, anders kriegen wir keinen Klimaschutz hin. Meine Damen und Herren, jetzt haben wir die Möglichkeit, einen historischen Moment zu erleben, denn ich habe die einmalige Chance, die beiden berühmtesten deutschen Protagonisten für die Energiewende auf der Bühne zu haben. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, Franz Alt auf der Bühne begrüßen zu können. Herr Alt, wo sind Sie? Na, wo ist er? Da ist er, Franz Alt, herzlich willkommen. So, also das sind Sie, die beiden berühmtesten Protagonisten der deutschen Energiewende, ja. Ist wirklich ein einmaliges Bild. Die beiden berühmtesten, der Architekt der Energiewende, der berühmteste Propagandist der Energiewende und der beliebteste Moderator der deutschen Energiewende, alle auf einer Bühne. Also machen Sie die Fotos, meine Damen und Herren, das werden Sie nie wieder so erleben. Herr Alt. Trotzdem, Herr Fell hat noch ein bisschen Zeit hier bei uns. Sie müssen, glaube ich, um 11 weg, ne? Okay, alles klar. Wir müssen trotzdem in dieser Stunde, in dieser Minute, in der wir zusammen sind und die Energiewende feiern, müssen wir auch dunkle Flecken der Biografie besprechen. Wir müssen mal kurz, Herr Alt wird umjubelt für sein Werben für die Energiewende, aber Herr Alt, wir müssen mal 2 Minuten über Ihre dunklen Flecken in der Biografie sprechen. Sie sind ja ein Doktor, Franz Alt, muss man dazu sagen. Ja? Er hat promoviert 1967 über Konrad Adenauer. Ist Ihnen kein spannenderes Thema eingefallen? Gab es damals die Energiewende noch nicht? Nein, das war sehr, sehr spannend. Ich wollte ein chinesisches Thema ursprünglich machen, weil mich China immer interessiert hat. Und dann hat mein Doktorvater gesagt, als er die ersten 15 Seiten über China, Verfassungsprobleme gelesen hat, mein Gott, davon verstehe ich gar nichts, machen Sie lieber ein innenpolitisches deutsches Thema. Und so komme ich auf Adenauer. Also nach dem Krieg 1945 war Adenauer eine zentral wichtige Figur. Das war sozusagen der Opa der Republik und die Deutschen haben so ein Vaterbild gebraucht. Also psychologisch ist das sehr verständlich, dass die Deutschen so ein großes Vaterbild wie den Konrad Adenauer nach 1945 gebraucht haben. Übrigens, seinen Enkel, dem bin ich später mal begegnet, der war Landrat, der hieß auch Konrad Adenauer, der war Landrat irgendwo im Bergischen und hat einen Vortrag gehört, den ich da gehalten habe. Das Thema hieß, die Sonne schickt uns keine Rechnung. 14 Tage später habe ich in einer Zeitung im Bergischen Land in der Lokalausgabe gelesen, Konrad Adenauer, Doppelpunkt, die Sonne schickt uns keine Rechnung. Weil der Enkel das übernommen hat dann. Also Sie sehen, die Adenauers waren offen für die Themen der Zeit. Auch der junge Konrad Adenauer. Ja, das war der eine. Also das mit der Doktorarbeit lassen wir Ihnen auch durchgehen. Aber meine Damen und Herren, was Sie alle nicht wissen, Franz Alt ist Mitglied des magischen Zirkels Deutschlands e.V. und seit 40 Jahren Hobbyzauberer. Herr Alt, wenn Sie schon Hobbyzauberer sind, warum haben Sie Frau Merkel und Herrn Gabriel nicht weggezaubert? Also Frau Merkel habe ich mal gesagt, ich werde irgendwann am Ende ihrer Amtszeit den Trick schwebende Jungfrau mit ihr machen. Die lassen und, Sie wegschweben. Also da steht noch ein Trick aus, aber das Ende ihrer Amtszeit ist ja nicht absehbar, wie man weiß. Also, aber der Trick kommt noch, nur heute kann man ihn nicht machen, weil Frau Merkel nicht da ist. Was ist denn Ihr Lieblingstrick? Wasser aus Indien, das ist ein Trick, den Kallanak, der große Zauberer Kallanak schon gemacht hat. Da hat man einen Wasserkrug und es kommt immer wieder Wasser raus. So wie die Sonne ewig scheint, so kommt da ewig Wasser aus dem Krug. Wasser aus Indien, das ist mein Lieblingstrick. Was haben Sie für ein Verhältnis zu Adenauer? Wäre der für die Energiewende? Also eines... Sprechen Sie einfach rein. Eines will ich wahrscheinlich haben Sie schon deutlich machen. Konrad Adenauer hat schon viel geleistet für Deutschland. Er hat zum Beispiel auch schon stark gekämpft für die Gründung der Europäischen Union. Ohne Zweifel eine historische Leistung. Aber wenn man dann in die Details schaut, wie er es gemacht hat, merkt man, dass dabei mindestens eine fundamental schlimme Fehlleistung dabei war. Denn zur Gründung der Europäischen Union wurde der Euratom-Vertrag 1957 von Adenauer unterschrieben, mit dem Ziel, in Europa eine mächtige, starke Atomindustrie zu schaffen. Dieser Vertrag ist unkündbar unterzeichnet worden und lebt heute noch weiter. Deutschland ist immer noch Mitglied dieses Vertrages. Wir haben ein Atomausstiegsgesetz und wir unterstützen indirekt die europäische Atomindustrie, indem sie stark und mächtig werden soll. Dieser Euratom-Vertrag muss weg.
Er läuft parallel als einzelner Vertrag. Wussten Sie das, dass wir zwei europäische Unionen haben? Eine nach dem Grundgesetz Lissabon-Vertrag und den zweiten nach dem Euratom-Vertrag. Und so ist es kein Wunder, wenn die Europäische Kommission den Euratom-Vertrag erfüllen muss, dass sie dann allen europäischen Nationen höchste staatliche Subventionen genehmigt für den Neubau von Atomreaktoren wie in Großbritannien oder anderswo. Dieser Vertrag muss weg. Und es hat uns Konrad Adenauer extrem schwer gemacht, dass dieser Vertrag wegkommen kann. Da hätten Sie damals Herrn Adenauer in der Doktorarbeit kritisieren können, nur damals waren Sie noch für Atomkraft. Damals war ich noch für Atomkraft und es war auch eine Zeit, die, also in der Analyse stimme ich dem Hans-Josef Feld zu, nur man muss verstehen, aus welcher Zeit, sonst denkt man immer ahistorisch. Man muss verstehen, aus welcher Zeit das war. Das war die Zeit, als die beiden Supermächte atomar aufgerüstet haben und für Eisenhower, damals Präsident in den USA, war es der große Ausweg, sozusagen auf die sogenannte friedliche Nutzung der Atomkraft zu setzen. Übrigens auch Karl Friedrich von Weizsäcker und andere haben immer auf diese sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie gesetzt. Das war damals die große Vision. Das war noch eine Vision damals. Später haben wir dann gemerkt, ich habe es erst nach Tschernobyl gemerkt, dass Atomenergie generell ein Irrweg ist und dass es gar keine friedliche Nutzung der Atomenergie gibt und dass es den unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Atombombe und der sogenannten friedlichen Nutzung der Atomenergie gibt. Das war 1957 überhaupt kein Thema. Ganz im Gegenteil. Ich bin deiner Meinung, Hans-Josef, dass der Euratom-Vertrag weg muss. Ich wollte nur deutlich machen, aus welcher historischen Situation die Probleme, die wir heute haben, entstanden sind. Wenn wir die Ursachen und die Zusammenhänge nicht kennen, wenn man nicht sehen, aus welchen Zusammenhängen das entstanden ist, was wir heute haben, haben wir auch keine Chance, es wegzubekommen. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, warum wir dort sind, wo wir heute sind. Also auch in den 50er Jahren gab es die massiv mahnenden Stimmen, richtig, die gesagt haben, die friedliche Nutzung der Atomenergie ist, um ein modernes Wort zu nehmen, nur ein Fake, ein Betrug an der Gesellschaft. Sie wird nur eingeführt, um zu kaschieren und gesellschaftliche Akzeptanz für die Atomwaffenbauten zu machen. 50 Jahre nach Aktivitäten in den USA werden die geheimen Papiere veröffentlicht. Und in den Papieren von Dwight Eisenhower 1952, Schaffung einer friedlichen Kernenergie, stand ganz klar drinnen, wir machen das, um die Öffentlichkeit abzulenken, weil wir Atomwaffenmaterial bauen wollen. Es war immer die Bombe, die die treibende Kraft hinter der Atomenergie ist. Und es wurde damals auch gesellschaftspolitisch sehr wohl artikuliert. Und es gab ja in der Tat Verblendungen in dieser Art. Ich weiß noch, da gab es Leute, die haben in ihren Büchern geschrieben, wenn die Atomenergie kommt, dann werden wir die Sahara wieder begrünen und Grönland werden wir vom Eis befreien. Wir haben ja schon ein Stück weit unverpackt und dann habe ich einfach gedacht, ich würde das hier gern integrieren und erweitern und auch was tun. Also los geht's, die Eröffnung ist geplant und so wie es im Moment aussieht, funktioniert es auch zum 21.07. Sonnenstrom den ganzen Tag nutzen mit E3DC. Das ist Christian und das ist seine Familie. Christian möchte sein Haus mit Sonnenenergie versorgen und weitgehend unabhängig vom öffentlichen Stromnetz sein. Mit einem Stromspeicher und einer PV-Anlage will er die Sonne auch nachts nutzen, sodass er drei Viertel des Jahres überhaupt keinen Strom kaufen muss. Seine Frau Clarissa hat für die Pläne genau den richtigen Partner gefunden. E3DC und das preisgekrönte Hauskraftwerk. Um maximale Unabhängigkeit zu Hause zu erlangen, müssen drei wichtige Punkte berücksichtigt werden: Erzeugung, Speicherung und Verbrauch.
Mit dem eigenen Hauskraftwerk kein Problem. Eine Photovoltaikanlage produziert mittags, wenn die Sonne am höchsten steht, den meisten Strom. Der Verbrauch in einem durchschnittlichen Haushalt ist jedoch morgens und abends am höchsten. Mit einem Energiespeicher wird der Sonnenstrom gespeichert und genau dann in den Haushalt abgegeben, wenn er gebraucht wird. Allein durch die Speicherung der Sonnenenergie steigt die Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz von 30% auf bis zu 75%. Und wenn mal weniger Strom gebraucht wird, als die Familie produziert, kann der Strom auch, wie bisher, gewinnbringend ins öffentliche Netz verkauft werden. Machen Sie es wie Christian und Clarissa und machen Sie Ihren Strom den ganzen Tag über verfügbar, egal ob im Wohnzimmer, im Kinderzimmer, tagsüber oder nachts, zu Hause oder auf der Straße. Die intelligenteste Lösung, seit es Solarstrom gibt. Jetzt informieren unter www.e3dc.com. E3DC. Sonnenstrom den ganzen Tag. Aber man darf noch eigentlich eins, wir sind gerade hier in München, ja? Euratomvertrag, wir reden von den Amerikanern. Auch Franz Josef Strauß war für Atombewaffnung der Bundeswehr. Das war auch mal ein Traum in Deutschland. Ja, natürlich, er hat es ja sogar im Bayern-Kurier in einer Grafik hat er das ja sogar indirekt zugegeben. Der hat damals geschrieben, wir brauchen die Wiederaufbereitungsanlage für die friedliche Nutzung der Atomenergie. Und wo kann das wiederaufbereitete Atommüllzeug hin? Natürlich auch in die Bombe. Und er war der Verfechter, derjenige, der die Atomwirtschaft nach Deutschland gebracht hat, als erster Atomminister. Und er hat auch als Verteidigungsminister die Wiederbewaffnung Deutschlands mit auf den Weg gebracht. Und wollte die Atombombe für Deutschland. Und wollte die Atombombe, ganz klar. Immer die militärische Nutzung. Und das müssen wir viel stärker diskutieren, auch heute noch. Wer sich da wundert, warum eine britische Regierung den neuen Atomreaktor in Hinkley Point baut, wobei die britische Regierung, das hat der Guardian aufgedeckt, sogar ein internes Papier hat, worin feststeht, die Stromnutzung aus Atomenergie ist doppelt so teuer wie die aus dem Windrad und der Solarenergie. Da fragt man sich, wieso machen die denn das? Da gab es dann einen kleinen, unbekannten Forscher, Johnston von der Universität Sussex, der hat mal genauer hingeguckt und er hat gefunden, ach, die Briten haben ja jetzt beschlossen, ihre Atomwaffenarsenale vor allem bei den Atom-U-Booten zu modernisieren. Da brauchen sie neu designtes Waffenmaterial, das kriegen sie nicht aus Sellafield. Deswegen bauen sie einen neuen Reaktor, der genau dieses produzieren soll. Und das ist Hinkley Point. Wieder nur die Bombe, nur die Waffe, statt wirklich ehrlich zu sagen, wir brauchen diese Atomenergie nicht. Sie sind teuer und sie schafft uns nur Probleme. Ja, meine Damen und Herren, Sie kommen hier in Genuss eines kostenlosen historischen Seminars. Ist ja auch eine tolle Geschichte. Na, das war aktuelle Politik. Das okay, findet gerade statt, Hinkley Point. Okay. Aber dieses Atomkraftwerk sehen wir nur, weil Großbritannien Atommacht bleiben möchte, weil ansonsten kann den Strom, den dieses Atomkraftwerk produziert, kein Mensch bezahlen. Oder schauen wir nach Frankreich. Viele Deutsche verstehen ja gar nicht, warum die Franzosen sich nicht von ihren Atomkraftwerken schneller verabschieden. Ja, solange sie die Atombombe wollen, brauchen sie die Atomkraft, weil dort der Stoff entsteht, um die Atombombe zu bauen. Dieser Zusammenhang ist es, der die Franzosen daran hindert, unsere Energiewende nachzumachen. Das ist das Hauptproblem. Wird oft einfach verdrängt und nicht gesehen, dieser Zusammenhang. Ja. Und auf der anderen Seite hat Frankreich einen hochverschuldeten Haushalt. Ja. Manche sagen schon, das ist das nächste Griechenland. Und wenn wir sehen, dass EDF alleine 34 Milliarden Euro staatlich abgedeckte Schulden hat und Areva gerade vor dem Konkurs gerettet wurde, weil sie Milliardenbeträge aus dem Staatshaushalt des französischen Staates bekommen hat, dann merken wir, die Atomenergie ist dort die treibende Kraft hinter der Staatsverschuldung. Das ist also nicht nur ein Pappenstiel, den uns so interessieren sollte, in Richtung, ach, das ist ja schlecht mit der Atomenergie, aber lasst sie doch machen. Nein,
Das betrifft uns alle alleine über die massiven finanziellen Fragen und anderswo. Und deswegen lohnt es sich zu kämpfen, dass wir jetzt auch Macron gewinnen. Und da haben wir die Chance. Denn er ist ein junger Denkender. Er ist nicht blockiert. Und er hat Hulon als Umweltminister geholt, der gesagt hat, Erneuerbare sind das Wichtigste. Und da haben wir Chancen, Frankreich auch auf einen Weg zu bringen. Weg mit der Atomenergie, hin zu den erneuerbaren Energien. Und das braucht Europa. Aus allen Gründen. Ich habe in diesen Tagen eine Rede gehört von Macron, der direkt an die amerikanische Wirtschaft gesprochen hat und hat gesagt, wenn euer Trump nun aussteigt, was er ja getan hat gestern, aus dem Klimaschutzabkommen, dann kommt ihr erneuerbare energiefreundlichen amerikanischen Wirtschaftler einfach zu uns nach Frankreich. Wer in Amerika für erneuerbare Energien ist, sagt Macron, ist in Frankreich herzlich willkommen. Da müssen wir auch umsiedeln. Wieso? Wir können doch hier bleiben. Ja, na, so ist die Energiewende hier politisch ja auch nicht mehr willkommen. Da müssen wir aber kämpfen dafür. Die Chance haben wir, da gebe ich ihm recht. Ja. Also nicht die Flinte ins Korn werfen, mein Lieber. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren. Ich habe so eine ganz leise Ahnung, dass das keine Befürworter der Atomenergie sind. Könnte ja sein. Interessant ist auch, wir haben gerade, Franz Alt und ich, wir machen gerade einen Film über die Energiewende neu. Und da haben wir auch in Finnland gedreht. Da ist ja auch ein Atomkraftwerk, was die Franzosen bauen. Und ein Grund, warum die Franzosen so viel Milliarden machen und pleite sind mit ihrer Atomfirma, ist, dass sie so gigantische Milliardenverluste in Finnland mit dem Bau machen. Weil die Finnen haben das Atomkraftwerk zum Festpreis gekauft, da waren die schlau und die Franzosen müssen die Milliardenverluste jetzt zahlen. Nicht nur die Franzosen, auch Deutsche aus Bayern. Denn für diesen Reaktorbau gab es im Jahr 2002 herum von der Bayerischen Landesbank einen 3 Milliarden Euro Kredit in Zeiten, wo die Zinsen noch relativ hoch waren, zu zinsgünstigen Darlehen, die kein Mittelständler in Bayern bekommen hat. Aber der Rückfluss dieses Kapitals ist im Undurchsichtigen. Die bayerische Staatsregierung wurde oft aufgefordert, was ist denn mit diesem Kredit passiert bei dem Finanzdesaster von Olkiluoto, dem finnischen Reaktor, der ja 2009 schon Strom produzieren sollte und 3 Milliarden Euro kosten sollte, der heute noch keinen Strom produziert, aber inzwischen 6 Milliarden schon verschlungen hat. Ein unglaubliches Finanzdesaster. Und da ist natürlich schon die Frage, werden solche Kredite mal zurückbezahlt? Die wurden damals gegeben, weil natürlich Siemens damals noch mit Areva diesen Reaktor bauen wollte. Zum Glück ist Siemens vorher ausgestiegen. Aber die Altlasten hängen schon noch da. Es ist nicht nur ein französisches Finanzproblem, es ist auch ein bayerisches. Also Herr Fell, jetzt wollen Sie doch nicht sagen, dass im CSU Bayern politisch irgendwas im Dunkeln bleibt und unter der Hand verhandelt wird. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Das gibt es ja in Bayern nicht, im Transparenzland Bayern. Ich habe noch zwei Punkte. Das erste ist, ich habe es ja vorhin gesagt, Sie sind eigentlich wirklich definitiv die berühmtesten, bekanntesten deutschsprachigen Befürworter der Energiewende. Und ich habe mir überlegt, wen lade ich eigentlich so hier auf die Intersolar ein? Gesichter für die Energiewende, da waren Sie beide sofort gesetzt. Und dann wurde es aber auch schon dünn an berühmten Protagonisten für die Energiewende, die sich einsetzen. Ich bin immer der Meinung, meine Generation, die Generation der Babyboomer, könnte eigentlich so wie die 68er die Energiewende zu ihrem Projekt machen. Aber Herr Alt, so viel prominente Befürworter der Energiewende gibt es gar nicht, die rausgehen. Na, ich kenne auch aus meiner früheren Zeit in der CDU eine Reihe von jüngeren Abgeordneten. Einer heißt zum Beispiel Jung, Gegenteil von Alt. Und da ist ein ganz starker Befürworter der erneuerbaren Energien, setzt sich in der Fraktion immer dafür ein. Oder in Bayern, wie heißt der CSU-Abgeordnete? Josef Göppel. Ja, der geht aus dem Bundestag jetzt raus. Der ist raus, ab gut, und ist nicht mehr ganz, ganz jung, das ist richtig. Aber der hat sich im Jahr 2000, war, glaube ich, der Einzige von der Union, der 2004, der für das EEG, EEG mitgestimmt hat. Dem haben wir dafür mal den europäischen Solarpreis überreicht. Also einige gibt es bei den damals Jüngere oder auch heute, aber es sind viel zu wenig, da haben Sie recht. Aber zur jungen Generation will ich trotzdem was Positives sagen. Wenn Sie sich umschauen, welche aktiven Start-ups und so etwas da sind, wie die Köpfe der jungen Leute vollkommen undiskutiert klar, für die klar ist, ja, Clean Technik kann es nur noch sein.
und saubere Energien. Da ist eine richtige Kraft in der jungen Gesellschaft da. Aber in der Tat, was ich mir wünschen würde und was wir brauchen, ist, dass aus dieser starken mentalen Kraft dieser vielen jungen Leute für die erneuerbaren Energien auch eine politische Unterstützung entsteht. Dass sie offensiv rausgehen, dass sie Reden halten, dass sie versuchen, in die Parteien zu gehen, egal welche, und dort kompromisslos diese Aktivitäten im gesetzgeberischen Bereich einfordern und auch im journalistischen Bereich, dass sie versuchen, in die Mainstream-Medien zu kommen. Im sozialen Netz haben wir richtig tolle Aktivitäten, auch von jungen Leuten. Da warum ist ja auch so etwas und viele andere. Aber wir müssen diesen Mainstream etwas entgegenhalten und das ist schwer. Und das ist die Bild-Zeitung, das ist der Spiegel und das ist die Welt, die FAZ und andere, die immer noch gegen Erneuerbare als Preistreiber hetzen, obwohl sie inzwischen die billigste Art der Energiequellen auf der Welt sind. Das muss endlich sich ändern. Also ich glaube auch, dass dieses Thema Energiewende wahrscheinlich so zu polarisieren, hier ist SPD und CDU dagegen und hier sind die Linken und die Grünen dafür. Ich glaube, das haut gar nicht so richtig hin, weil wir auch in den konservativen Kreisen viele Befürworter der Energiewende haben. Das lässt sich teilweise nicht so machen. Ich habe so ein Beispiel, Herr Fell, gehabt, mein erster Energiewende-Film. Der hat so richtig auf die Bundesregierung eingehauen, weil die gegen die Energiewende waren. Ja? So. Und dann hat ein CSU-Kreisvorsitzender hat den Film bei sich gezeigt. So. Und er kam rein und ich sagte, haben Sie eigentlich meinen Film vorher gesehen? Sag ich, der haut ja auf Ihre Regierung ein. Sie sind CSU-Kreisvorsitzender hier. Ne? Dann hat er gesagt, ja, Herr Ferenczky, ich habe mit dem Film überhaupt gar kein Problem. Wissen Sie, es ist ja so, sagt er, ich bin hier CSU-Kreisvorsitzender. Um in Bayern was machen zu können, muss man CSU sein, CSU-Mitglied sein. Was ich in der Wahlkabine mache, ist eine ganz andere Geschichte, Herr Ferenczky. Ja? Also, das ist so, kann auch sozusagen konfessionell und politisch übergreifend sein an der ganzen Geschichte. Na, Vorsicht, Vorsicht. Ich kenne viele dieser CSU-Bürgermeister und schätze sie. Sie haben Genossenschaften gegründet, sie haben Aktivitäten gemacht, gerade hier in Bayern. Aber keiner von denen ist auf den Parteitagen aufgestanden und hat gesagt, Herr Seehofer, so geht es nicht. Sie müssen dafür sorgen in Berlin, dass das erneuerbare Energiengesetz in Ordnung gebracht wird und nicht weiter verhunzt wird. Sonst können wir auf unserer kommunalen Ebene das gar nicht tun. Also da gibt es schon Defizite dort. So sehr ich das schätze, was die kommunal tun, hervorragende Leistungen. Aber die Musik spielt dann in Berlin und in Brüssel. Und da sind sie dann eben stillschweigend und leise und wählen wieder den Seehofer mit vielen guten Stimmen, ohne ihm die Leviten zu lesen auf den Parteitagen, was er denn auch in dieser Richtung für große Fehler macht. Herr Fell, Sie sollten Herrn Seehofer nicht erwähnen, weil jetzt schmeckt mir der Kaffee nicht mehr. Also das hätte ich mir gerne jetzt heute hier erspart auf der Bühne. Es ist jetzt so, Herr Alt, wir haben ja gestern schon in der Sendung drüber gesprochen, wir sind so ein bisschen... Sie sehen das anders, Herr Alt, aber wir stehen vor der Bundestagswahl und jetzt so, oh, was so jetzt so kommt, also wir kommen ja mit der politischen Energiewende nicht wirklich weiter. Es gibt ja keine maßgebliche, bis auf die Grünen, politische Kraft, die Energiewende so richtig wollen. Und die Bürger machen die Energiewende auch und mittlerweile machen die Unternehmen auch Energiewende. Aber eigentlich sind die Bremsklötze irgendwie drin und wir kommen nicht weiter. Herr Alt, wir brauchen doch eigentlich die politischen Rahmenbedingungen, müssen doch ganz anders gesteckt werden. Aber mit der nächsten Regierung, was weiß ich, schon wieder Rot-Schwarz oder so, kommen wir auch nicht weiter. Bei Rot-Schwarz gebe ich Ihnen recht. Mit den beiden großen Parteien kommen wir in der Tat nicht weiter. Deshalb muss die Partei, für die Hans-Josef Fell steht, stärker werden als bisher. Das sah bei den vergangenen Landtagswahlen, zumindest bei zweien, nicht gut aus in diesem Jahr mit den Grünen. Zum Teil sind sie selber schuld. Aber jetzt das 10-Punkte-Programm, das in dieser Woche verabschiedet wurde, da stehen endlich wieder die urgrünen Themen. Und dazu gehört nun mal zentral die Energiewende ganz oben. Also dieses Programm lässt mich hoffen, dass die Grünen wenigstens jetzt 4 Monate vor der Bundestagswahl aufwachen. Wir brauchen eine Regierung, bei der die Grünen eine zentrale Rolle spielen. Ob das am Schluss rot-grün oder schwarz-grün ist, ist wahrscheinlich ziemlich Schnuppe. Mir hat Hermann Scheer mal gesagt, bei einer Bundestagswahl, wo es auch zwischen schwarz-grün und rot-grün ging, wahrscheinlich, hat Hermann Scheer, das SPD-Mitglied, gesagt, wahrscheinlich kämen wir mit schwarz-grün weiter als mit rot-grün, weil dort die Grünen eine stärkere Rolle spielen wegen wegen ursprünglicher historischer Zusammenhänge zwischen schwarz und grün.
ob das rot-grün oder schwarz-grün wird, wenn die Grünen dabei sind, kommen wir weiter. Das müssen wir erreichen bei der nächsten Bundestagswahl. Das will ich so nur unterstreichen. Sprechen Sie weiter. Zwar aus der historischen Erfahrung. Ich sagte ja vorhin schon, die SPD war wirklich keine ökologische Partei damals, als wir mit ihr koaliert haben. Aber sie hatte einen ökologischen Flügel um Hermann Scheer. So, und mit dem Koalitionspartner Grün, wo ja dann Kanzler Schröder auch wusste, da muss ich auch grüne Politik machen, konnte Hermann Scheer sagen, was grüne Politik ist innerhalb der SPD. Und das hat seinen Flügel massiv gestärkt. Und wenn wir Schwarz-Grün hätten, wir haben ja Andreas Jung genannt und da gibt es ein paar andere, dann würden diese in der Union gestärkt, wenn sie mit Grünen koalieren. Und dann wird daraus, aus diesem ökologischen Flügel der Union mit den Grünen zusammen, die starke Kraft. Aber wenn die Union, wie damals schon 2010, mit der FDP koaliert, wo dann die ganzen Marktleute drinnen sind, die da nur denken, Erneuerbare sind des Teufels, weil sie zu teuer sind und müssen weg, dann kommen sie mit dem Wirtschaftsflügel um Fuchs und anderen zusammen, richtig, um Herrn Bareis und weitere. Und das ist ja auch aktiv im Moment mit den Rechtsaußen in der SPD so der Fall. Und dann kommt die Antipolitik. Also die Grünen sind in der Tat das Zünglein an der Waage und sie sind umso stärker, je mehr Stimmen sie haben. Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig, die wir uns vornehmen sollen. Also wir, die erneuerbaren Gemeinde für die Bundestagswahl. Und da sollten wir auch kämpfen dafür. Also einmal keine große Koalition mehr. Das ist Gift für die Energiewende. Also das haben wir doch in den letzten 4 Jahren gelernt. Wenn ich etwas begriffen habe, mit Schwarz-Rot kommen wir nicht weiter mit der Energiewende. Das wird weiter ausgebremst. Hans-Josef Fell weist zu Recht darauf hin, dass das Deckeln der Windenergie der nächste große Schlag gegen uns ist. Das ist das eine. Und zweitens, keine AfD in dem Bundestag. Das sind die zwei großen Ziele. Mit den beiden anderen Möglichkeiten, Schwarz-Grün oder Rot-Grün, kommen wir weiter. Ja, also ich bin ja auch kein Fan von Herrn Schulz und der SPD, aber bei Frau Merkel kriegt das langsam das Kohl-Phänomen. Ja? Und Kohl ist ja auch nie abgetreten, er hat ja nie aufgehört. Und es war dann irgendwann eine Erleichterung, als er weg war. Und mit Frau Merkel wird das Gleiche, immer dieses ewige Ämter behalten. Deshalb wäre es wirklich ganz gut, wenn wir vielleicht mal eine andere Konstellation bekommen. Ich will noch eine ganz profane politische Sache hier abfragen. Sie waren der Architekt des Erneuerbaren Energiengesetzes und die Bürger und viele Unternehmen haben das auch gemacht. Das war die wichtige Technologieförderung, die wir gebraucht haben. Jetzt hat die Bundesregierung, fängt an diese Ausschreibungsmodelle, hat damit sozusagen die Windenergie kaputt gemacht, großflächige Photovoltaikanlagen, Biomasse ist kaputt gemacht. Jetzt kann man sagen, wir müssen einmal dafür sorgen, dass die Ausschreibungsmodelle wieder verschwinden. Das Zweite, und das ist aber für mich ein ganz wichtiger Punkt, das kennen Sie auch, die Problematik hier alle. Unabhängig von jeder Form der Technologieförderung oder eines Einspeisegesetzes oder Gelds, hängt ein bürokratischer Überhang über der ganzen Energiewende. 600 Seiten ist das EEG-Gesetz angeschwollen. Ja, wenn man eine Anlage, einen Speicher anschließen wollen, wissen Sie doch, schließen Sie mal einen Speicher an, was das für eine Bürokratie ist. Die Wissenschaft hat daran gearbeitet, erneuerbare Energie billig zu machen. Jetzt sind die Sachen preiswerter. Jetzt wird zum Beispiel durch EEG-Abgabe auf den Eigenverbrauch, wird das künstlich verteuert. Wir brauchen, sage ich mal, den technologischen Fortschritt fast nicht mehr, weil die sind günstig, die Anlagen. Wir müssten doch jetzt im Grunde genommen neben den Abschaffungen der Ausschreibungsmodelle eine Entbürokratisierung der Energiewende fördern. Vollkommen d'accord. Dieses Gesetz ist eines, das ich nicht mehr lesen kann. Ich habe das erste EEG geschrieben und durchdrungen. Dieses Gesetz können nur noch hochqualifizierte juristische Fachleute interpretieren, mit all den Querverbindungen hinein zu anderen Verordnungen und sonstigem. Das ist furchtbar für eine Gesellschaft. Da will man eine Solaranlage mit dem Speicher bauen und da muss man Gesetze wälzen, wie man das macht, damit man keinen Fehler macht. Dieser Bürokratieabbau ist eines der allerwichtigsten Punkte für eine Gesetzesnovelle auf dem Energiesektor. Aber wir brauchen auch eine Modernisierung des EEGs zurück zum alten von 2000. Das geht natürlich nicht mehr. Wie umfangreich war das damals, euer erstes Gesetz? Wir hatten 18 Paragraphen. Gut, und heute 600 Seiten. Das ist der Unterschied. Ja, klar. Und da kannte ich jedes Wort von diesem Paragraphen. Und das Ganze läuft immer unter Entbürokratisierung. Das ist eigentlich Witzige. Ja.
Jeder will entbürokratisieren und die Bürokratisierung schreitet immer voran. Sehr so. Komische Politik. So, und dann gibt es aber noch neue Aufgaben, die jetzt richtig vor uns sind. Es ist in der Zukunft nicht mehr sehr sinnvoll, da drüben einen großen Solarpark zu bauen, auf der anderen Seite einen Windpark und die Biogasanlage 5 Kilometer weg und die kommunizieren nicht miteinander. Sie müssen wir zusammenbringen. Wir brauchen jetzt eine Dynamik in die Kombi-Investitionen, dass die Stärken und Schwächen der erneuerbaren Energien sich gegenseitig ausgleichen. Das Wasser rennt auch nachts und im Winter den Berg herunter und kann uns Energie liefern, wenn wir die Dunkelflaute haben. Und genauso ist es mit den Bioenergien. Aber wir müssen sie zusammendenken. Und da habe ich einen Vorschlag gemacht. Man kann im EEG eine sogenannte Kombi-Kraftwerksvergütung machen, die jedem Investor eine pauschale Vergütung gibt, der folgende Bedingung einhält. Er wählt seinen Mix aus erneuerbaren Energien, so wie er ihn optimal hält in der Anwendung bei diesem Objekt vor Ort. Er wählt dazu die Speicher von Batterien oder Wärmespeicher oder Power-to-Gas oder anderes, wie es ihm optimal in den Kram passt, lädt seine Gasautos mit dem Power-to-Gas auf oder seine Elektroautos mit dem Stromüberschuss. Lasst ihm das frei. Macht nur eine einzige Anforderung. Er muss stundengenau, ganzjährig, zu jeder Zeit den Strombedarf erfüllen. Und dann geht das nur mit der Sektorenkopplung, indem er das andere zusammenbringt. Und dann kriegen wir eine Dynamik für das, was wir auch hier auf der Intersolar schon sehen, wo Firmen in der Lage sind, dieses bereitzustellen, wo sie daran arbeiten, an der Integration aller Erneuerbaren. Und dann kriegen wir Insel für Insel, wabenförmig, da eine, dort eine, ein Stückchen, die sich schon selbst 100% erneuerbare Energien versorgen, ohne dass der Netzbetreiber sagt und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, muss schon wieder eine neue Leitung bauen, Hilfe, Hilfe, der Systemausgleich oder sonst was. Nein, das wird alles in den Objekten organisiert und je mehr wir das verdichten und je mehr wir haben, umso schneller kommen wir zur Gesamtversorgung, nur mit 100% erneuerbare Energien, ohne große Strukturaufgaben, die dann die Netzpreise nach oben treiben oder anderes. Zum Schluss, Herr Alt. Wir haben ja schon in Ihrer dunklen Vergangenheit gewühlt am Anfang unserer Sendung. Sie haben ja auch Philosophie studiert, habe ich gelesen. So. Die Energiewende ist für mich persönlich eigentlich weniger ein technologisches Projekt. Für mich ist das eigentlich ein Bürgerprojekt. Ich habe anfangs der Sendung gesagt, wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt nach wie vor. Und über 90% der Anlagen, die erneuerbare Energie produzieren, sind in Bürgerhand. Bei 30% regenerative Energie im Netz. Das ist natürlich ein Wahnsinnsparadigmenwechsel, dass die Bürger 1/3 der Stromproduktion der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt in der Hand haben. Und ich glaube, das ist ein Projekt des bürgerlichen Selbstbewusstseins. Und ich glaube auch, das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Energiewende so stark bekämpft wird. Nicht, weil ein neuer Wirtschaftszweig was von der alten Wirtschaft übernehmen will und die Konzerne so mächtig sind. Das sind sie. Aber wenn die Bürger erstmal erkannt haben, dass sie selber regenerative Energie produzieren können, dass sie damit sich selber versorgen können, dann wächst das bürgerliche Selbstbewusstsein und dann kommen die Bürger noch auf ganz andere Ideen, was sie selber machen könnten. Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Was ist denn, meine Damen und Herren, der fundamentale Unterschied zwischen der alten, der bisherigen, der zentralisierten und der dezentralisierten, bürgerlichen, demokratisierten Energiewende, die wir jetzt anstreben? Wir hatten bisher wenige Großkonzerne, aber auch wenige große Fabriken, in denen das organisiert wurde. Und wenige zentralisierte Lager, aus denen man das holen konnte, Kohle, Gas, Öl oder Uran. Künftig haben wir Millionen Betreiber, Millionen Träger der Energiewende. Und das ist die Demokratisierung und das bedeutet für die Gesamtgesellschaft endlich mehr Freiheit und weniger Kriegsmöglichkeiten für die alte Wirtschaft im Zusammenhang mit dem alten politischen, kriegerischen Denken. Das heißt, erneuerbare Energie ist das große Freiheits- und Friedensprojekt unserer Zeit und unserer heutigen Generationen. Das ist viel mehr als nur eine Abkehr von einer Technologie zur anderen. Weit, weit mehr. Es bedeutet wirkliche Demokratisierung der Gesellschaft und mehr Freiheit für jeden der Bürgerinnen oder Bürger, der heute in unserer Zeit lebt. Das ist das eigentliche, tiefere,
Transformationsproblem, um das es heute geht. Und wenn wir diese Zusammenhänge sehen, dann wird die Gesellschaft politischer und sie wird demokratischer, weil jeder mehr Freiheit will. Und erst dann, wenn uns es gelingt, diese Zusammenhänge der Gesellschaft zu erklären, bekommen wir die Mehrheiten, die wir brauchen, zur großen Transformation im Energiebereich und in der politischen Gesellschaft. Und letztlich ist es nicht nur ein demokratisches und ein Freiheitsproblem, ein Kulturproblem, es ist eine ethisch-moralische Herausforderung, vor der wir stehen. Meine Damen und Herren, mir ist das klar geworden, als ich mich nochmal neu mit der Bergpredigt beschäftigt habe, was dieser junge Mann aus Nazareth uns vor 2000 Jahren gesagt hat. Das sind drei große Themen. Warum erscheinen heute pro Jahr 1000 Bücher über diesen Mann von vor 2000 Jahren? Weil er uns was zu sagen hat. Es sind drei große Themen, die er meinte und die in unserer Zeit wieder plötzlich aktuell geworden sind. Frieden, Bewahrung der Schöpfung und Gerechtigkeit. Was haben die Kirchen aus dem gemacht? Es ist doch furchtbar, wenn man sieht, worüber die Dogmatiker in den Kirchen streiten. Dabei ist der Mann unglaublich aktuell. Es ist das wichtigste und modernste Programm, das je auf diesem Planeten verkündet wurde. Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, die drei großen Überlebensfragen. Und deshalb denke ich, dass dieses ethische Problem, also haben wir Verantwortung für künftige Generationen, das ist für mich Ethik. Denken wir bei dem, was wir heute tun, auch an Kinder und Enkel und deren Kinder und Enkel. Wenn wir das tun, bekommt unser Leben, unsere Arbeiten, unser Wirtschaften einen tiefen ethisch-moralischen Sinn. Und diese Sinnfrage weiterzugeben und auf der Energiefrage zu übertragen und damit zu verbinden, ist, glaube ich, unser aller Auftrag und unser aller Aufgabe. Und dann ist das weit mehr als nur ein neuer technologischer Schritt, ein neuer ökonomischer Schritt. Die Ökologie wird die intelligentere Ökonomie, das alles ist ganz wichtig. Aber im Hintergrund steht immer die ethisch-moralische und die Freiheitsfrage. Wenn wir die Fragen zusammenbringen, bin ich sicher, und dann ist ganz klar, wer gewinnen wird. Aber natürlich nicht diejenigen, die herkömmlich denken, sondern die, die wirklich offen sind für eine gute Zukunft für die künftigen Generationen. Aber diese Fragen müssen zusammengedacht werden. Dann bin ich sicher, dann werden wir gewinnen. Ich glaube, Herr Feld, das können Sie unterschreiben. Die Energiewende ist ein demokratisches, ein ethisches, ein moralisches Projekt. Und die Frage wollen Sie nicht hören. Das muss ich aber noch kurz fragen. Auf dem Bundestag haben Sie keine Lust mehr, aber denken Sie nochmal über das Europaparlament nach. Also ein Politiker legt sich nie fest. Sonst wäre er kein Politiker. Ja, also im Moment wirke ich politisch sehr viel im Ausland, nicht mit einem Mandat. Mein ehemaliges Mandat aus dem Deutschen Bundestag öffnet mir sehr viele Türen. Und ich sehe diese Aufgabe, sie ist vakant. Sie hat früher schon auch Hermann Scheer mit anderen Freunden, du warst auch dabei, Franz. Immer wieder haben wir die Gespräche mit anderen Regierungen in anderen Ländern gesucht und mit Abgeordneten und dort. Und das ist ziemlich vakant, das tut kaum mehr. Und ich habe mir das zur Aufgabe gemacht und tue das immer mehr. Und da helfen manchmal Zufallstreffen. Gestern habe ich den indischen Minister kurz wieder gesehen, den Energieminister. Er hat sich gleich an mich erinnert, obwohl wir uns nur 10 Minuten in Abu Dhabi mal gesehen haben. Und dann hat er gleich seinen Netzchef von ganz Indien beauftragt. Ach, der Herr Fell hat mir ein Papier gegeben, das wollte ich ihm schon längst weitergeben, schicken Sie es ihm direkt zu. Das Papier beinhaltete einen wissenschaftlichen Nachweis, dass man Indien ohne Grundlast von Kohle und Atom voll mit 100% erneuerbaren Energien versorgen kann und dass man dafür keine großen, schwierigen Netzausbauten und sonst was braucht. Und das hat den Chef der Netzinfrastruktur von Indien massiv interessiert und so habe ich den Zugang. Und wenn wir jetzt Indien, wo ja Modi schon seit 2 Jahren mit Hollande noch auf den Weg gebracht, die große indische Revolution im Energiesektor
auch unterstützt von Frau Merkel die letzten Tage. Sie gibt 1 Milliarde Euro jährlich für diese Initiative Indien. Und wenn wir Indien jetzt auf einen Weg bringen zu 100% erneuerbare Energien, so viel kann ich im Europaparlament gar nicht bewirken, wie man es dort schaffen kann. Das ist die zweitgrößte Nation und bald vielleicht die größte noch vor China. Das Wachstum in Indien der Bevölkerung ist immer noch stark. Und was haben die für Luftverschmutzung und für Kohle und für Armut und vieles mehr? Und erneuerbaren Energien sind ein Segen dort. Und da ist eine treibende Kraft, eine starke. Oder andere Länder, ich habe den iranischen Energieminister mehrfach jetzt besucht, der will wirklich. Und er ist auch hoch erfreut über die neueste und jüngste Wahl, dass Rouhani wieder gewonnen hat. Diese etwas mehr in etwas Freiheiten gehenden iranischen Verhältnisse geben ihm die Kraft. Und er hat auch ein Riesenprogramm jetzt für erneuerbare Energien aufgelegt. Also ich tummle mich ein bisschen dort, wo die Anfänge zu machen sind. Denn wenn wir den Klimaschutz auf der Erde schaffen wollen, und das geht nur mit null Emissionen auf der gesamten Erde, dann muss es überall auf der Erde stattfinden. Und deswegen, ich werde politisch weiter aktiv sein, ob mit oder ohne Mandat, ist inzwischen unerheblich. Aber da setze ich große Kraft rein. Also der amerikanische Hans-Josef Fell heißt Al Gore. Und Al Gore hat, als er Vizepräsident war, für die Umwelt und für die Energiewende so gut wie nichts erreicht. Als er kein Amt mehr hatte, hat er viel mehr bewirkt und viel mehr in der Welt erreicht, wie zu der Zeit, als er amerikanischer Vizepräsident war, wo man doch denkt, also der Vize des Präsidenten könnte viel erreichen. An dem Beispiel wird deutlich, Hermann Scheer wäre ein weiteres Beispiel, als Hermann Scheer Wirtschaftsminister in Hessen werden wollte, war ich nicht sicher, ob das eine besonders kluge Entscheidung war. Denn er hat als Abgeordneter weit mehr erreicht, wie als wenn er Minister geworden wäre, wahrscheinlich. Ist nur eine Spekulation. Kluge Denker sind nicht immer kluge Politiker. Also bei Herbert Kohl hat man das am deutlichsten gesehen. Er war ein ganz wichtiger Vordenker der gesamten grünen Bewegung als konservativer CDU-Abgeordneter, aber ein hundsmiserabler Politiker. Er war natürlich beides, klar, nicht? Er war ein guter Politiker, EEG, klar, aber auch später. Ich weiß gar nicht, wenn du das heute beantworten müsstest, Hans-Josef, hast du mehr erreicht als Abgeordneter und mehr oder mehr außerparlamentarisch? Das hängt zusammen. Also das Fundament war wirklich diese riesengroße Chance in meinem Leben, ein EEG machen zu können, und das hat so gewirkt. Das war auch eine Gnade, die gegeben war. Das war ja nicht automatisch, dass, wenn man sich dafür einsetzt, dass das kommt. Da spielten 1000 Sachen mit hinein, und zum Schluss war es gelungen. Und wir konnten die erneuerbaren Energien auf den Weg bringen, eine Kostensenkung, eine Industrieentwicklung und anderes. Und mir war damals vor 20 Jahren schon klar, eine große Industrienation muss die Null-Emissionstechnologien auf den Weg bringen. Und dann stehen sie der Welt zur Verfügung. Aber ich habe gleichzeitig damals schon im Jahr 2000 beschlossen, ich gehe in die deutsch-chinesische Parlamentariergruppe. War viele Jahre lang Vorstand der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe. Das hat mir den Zugang zur chinesischen Führung eröffnet. Oft waren wir drüben, haben Delegationen gemacht. Ich habe mit dem Energieminister, mit der NDIC und mit vielen, mit der Partei gesprochen und habe immer geworben für erneuerbare Energien. Wollt ihr noch weiter Luftverschmutzung? Ihr werdet doch beschimpft wegen Klimaschutz und anderem. Und die hatten offene Ohren. Ich hatte dann ein total verrücktes Erlebnis 2005. Wir waren im Nationalen Volkskongress und dann fragte ich den Vorsitzenden, ihr habt ein erneuerbares Energiengesetz vor. Welche Details wollt ihr denn da reinschreiben? Und dann war ich von den Socken. Der hat genau das gesagt, was ich auch gesagt hätte, was da rein muss. Naja, Herr Fell, dass die Chinesen kopieren, das wissen wir ja inzwischen. Klar. Ja, das ist ja klar, dass sie das abgeschrieben haben. So, und das, ich will mich da nicht überhöhen oder was mit China, aber diese dauernde Einflussmöglichkeit, die über das Mandat kam, und deswegen bleibe ich dabei, die Verbindung hat das natürlich geschafft, aber auch das aktive Suchen im Ausland. Und heute, ich behaupte, China ist zwar noch schmutzig,
so wie das Ruhrgebiet vor 50 Jahren und vieles andere mehr. Aber sie sind auf dem schnellsten Weg, das zu verbessern und nach vorne zu bringen und mit riesiger, aktiver politischer Unterstützung. Ich spreche nicht über Menschenrechtsfragen, das ist ein anderes Thema. Aber was die Ökologie betrifft, da können wir inzwischen richtig lernen von China. Also was Hans-Josef Hill eben gesagt hat mit den zwei großen Ländern der Erde, mit China und mit Indien. Also am Tag, nachdem Trump sich verabschiedet hat vom Klimaschutz, muss man feststellen, dass mit den beiden größten Ländern auf dieser Erde, mit den beiden bevölkerungsreichsten Ländern, wir jetzt enger zusammenarbeiten, als das bisher der Fall war. Herr Trump wird sich noch wundern, was aus deutsch-chinesischen und deutsch-indischen Kooperationen in den nächsten Monaten und Jahren entstehen wird. Natürlich ist der Klimaschutz nicht kaputt damit. Wer ist denn Herr Trump, meine Damen und Herren? Seine Karriere zeigt, er hat eben gesagt, es war wie ein Wunder, das Wort Gnade hat er sogar gesagt. Der Geist weht, wo er will. Und der Geist ist mit Sicherheit mächtiger als Donald Trump. Da bin ich ganz zuversichtlich. Ja. Hans-Josef Fell, ich wollte Ihnen beiden nochmal sagen, Sie beide sind auch total wichtig, auch für uns, die wir für die Energiewende arbeiten, weil wir haben natürlich den ganzen Gegenwind, den wir in der täglichen Arbeit sehen, und wir brauchen natürlich Menschen wie Sie, die immer wieder für die Energiewende sprechen, die uns auch motivieren, Energiewende weiterzumachen, weil man uns ja pausenlos erzählt, ja, alles viel zu teuer, falscher Weg, und deshalb brauchen wir Sie als Motivatoren auch weiter. Hans-Josef Fell und Franz Alt können Sie auch in meinem nächsten Kinofilm zur Energiewende sehen, der im Herbst erscheint. Und nicht nur die beiden, sondern es gibt noch einen dritten großen Fürsprecher für die Energiewende. Das ist der Dalai Lama, den haben wir in dem Kinofilm auch drin. Das ist ganz schön. In dem Kinofilm können Sie dann auch sehen, bei dem Interview in Straßburg mit dem Dalai Lama hat Franz Alt einen dicken Ordner mitgebracht. So, und wir haben es abgefilmt. Sie können es sich im Kinofilm angucken. Franz Alt hat den Dalai Lama gezwungen, sich dutzende Bilder von Photovoltaikanlagen anzugucken. Ja, also der Dalai Lama weiß jetzt genau Bescheid, was der Unterschied der einzelnen Module und der Photovoltaikanlagen ist. Und wenn Hans-Josef Fell, Franz Alt und der Dalai Lama und Sie für die Energiewende sind, dann können wir nur gewinnen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Das war Leben mit der Energiewende TV. Auf Wiedersehen. Dankeschön für Sie beide.